2024 wird ein Entscheidungsjahr für Diablo. Denn Diablo 4 steht mit seinen schwachen Seasons schon seit längerem nicht sehr gut da und alle hoffen darauf, dass die große Erweiterung Vessel of Hatred den Reaper of Souls Trick schafft. Also eine tiefergreifende Überarbeitung, mit der das Spiel endlich sein volles Potenzial entfalten kann. Gleichzeitig steht mit Path of Exile 2 und einer ganzen Menge anderer interessanter Spiele so starke Konkurrenz wie lange nicht mehr in den Startlöchern. Wir können relativ sicher davon ausgehen, dass 2024 ein gutes Jahr für Diablo-Fans wird, aber nicht unbedingt für Diablo an sich. Ah boy, here we go. Denn Diablo 4 ist mit, ich kann's nicht anders sagen, verblüffend schwachen Seasons gestartet. Und die just angekündigte dritte Season klingt ehrlich gesagt wie ein wenig mehr vom Gleichen. Diesmal gibt's ein eigenes Pet, das wir uns baukastenmäßig mit verschiedenen Verstärker-Items zusammenbasteln können. Es hat ganze zwei aktive Fähigkeiten, die wir aussuchen können. Und die wiederum haben eine Reihe von passiven Slots, die wir auch wieder zusammensetzen können. Eine ganz ähnliche Art von Baukastenmechanik, wie es die Herzen und die Vampirkräfte auch waren. Und die klangen auch immer erstmal cool und waren auch ganz nett, aber so banal, dass sie sich extrem schnell totgelaufen haben und längst nicht die coolen neuen Anreize, wirklich wieder mit viel Freude einen Charakter hochzuleveln, die sie sein müssten, damit das Season-Prinzip wirklich funktioniert, wie es zum Beispiel Path of Exile der Fall ist. Und es wird ja besser. Die zweite Saison war deutlich besser als die erste und es gab eindeutig Dinge, die sie gelernt haben. Zum Beispiel die Bluternte war viel spaßiger als die Höllenflut. Und in Season 3 soll jetzt auch die Höllenflut dauerhaft da sein, damit wir das ständig machen können, genau wie es die Bluternte eben war. Also, es wird auf jeden Fall besser, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr auf Diablo 4 und es hat mich selbst überrascht. Ich muss da mir ein wenig die Kritik gefallen lassen. Maurice, hä, du hast das Spiel doch anfangs gelobt und jetzt hängst du dein Fähnchen nach dem Wind, um die Hate-Klicks abzugreifen. Diablo 4 bad. Path of Exile good. Ganz ehrlich, ich verstehe jeden, bei dem das hier so rüberkommt. Aber es geht mir absolut nicht darum, hasserfüllt auf Diablo 4 einzuhacken. Im Gegenteil, ich will ja, dass es so gut wie möglich ist. Und ich bin selbst total traurig, dass ich inzwischen nur noch so wenig Spaß damit habe. Und das liegt auch daran, dass ich selbst am Anfang einige Sachen ziemlich falsch eingeschätzt habe. Ich stehe zu dem, was ich anfangs zu Diablo 4 gesagt hatte. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel zum Launch und ich finde immer noch, dass sehr viele sehr grundlegende Sachen richtig gelungen sind. Die Kampagne, die Atmosphäre, die Welt, die Grafik, das Kampfgefühl. Sehr viel von dem ist genau so, wie ich mir ein Diablo 4 vorgestellt hätte. Aber ich gebe zu, ich habe damals unterschätzt, wie sehr gewisse Probleme, gewisse tiefergreifende Probleme langfristig auf den Spielspaß schlagen würden. Wenn ich noch einmal ein Inventar voller Items mit Eigenschaften wie 12% höhere Trank-Drop-Rate aussortieren muss, dann werde ich wahnsinnig. Ich will das nicht mehr tun. Es hält mich wirklich aktiv davon ab, Diablo 4 zu spielen. Allein die Vorstellung, mich wieder mit diesem grässlichen Affixpool rumschlagen zu müssen. What the hell is that? Und dazu kam eben, dass die Seasons es auch nicht geschafft haben, mehr Langzeitmotivation reinzubringen. Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, und da lag ich falsch und war vielleicht auch naiv, dass Blizzard doch wissen muss, Path of Exile ist der Benchmark. Nach Jahren von Diablo 3 Seasons, die hinter Path of Exile zurückblieben, auch weil Diablo 3 halt nicht so viel Monetarisierung hatte, da war das noch verständlich, war ich mir sicher, okay, die wissen, was sie mit Diablo 4 seasontechnisch abliefern müssen. Und vielleicht tun sie das auch. Es gab ja einige Berichte, unter anderem von der Washington Post, dass das Spiel einfach zu früh rauskam, das Team zu überarbeitet wurde, zu viel Crunch geschah. Also sehr gut möglich, dass die Entwickler selbst das wissen. Das Endresultat ist aber, dass mir Diablo 4 anfangs viel Spaß gemacht hat und inzwischen kaum noch, in dem vollen Bewusstsein, dass das vielleicht
etwas widersinnig wirkt für manchen Zuschauer, verstehe ich auch. Aber ich will dabei betonen, dass ich Diablo 4 nicht hasse. Ich weiß, dass es richtig toll sein kann und ich will, dass es richtig toll wird, aber aktuell ist es das eben nicht. Das Add-on hat extrem viel zu tun, um hier wieder auf Kurs zu kommen, und gleichzeitig warten jede Menge Haie im Wasser, die die Verwundbarkeit, das Blut wittern. Die Hack-and-Slay-Dürre ist offiziell vorbei, meine Freunde. Und schon am 21. Februar erscheint Version 1.0 von Last Epoch, dem Hack-and-Slay-Geheimtipp aktuell. Wenn ihr das noch nicht auf dem Schirm habt, Leute, schaut euch das an. Das Spiel hat so viele coole Ideen. So viele Ideen, die man sich sowohl bei Path of Exile als auch bei Diablo gewünscht hätte. Zum Beispiel hat es eigene Skilltrees für einzelne Fähigkeiten, wo ich die in die verschiedensten Richtungen customizen kann. Zuletzt haben sie ihr Handelssystem vorgestellt, mit dem sie das Grundproblem des Trading in Action-RPGs angehen wollen, weil sie selbst festgestellt haben, es gibt ja zwei Arten von Spielern, die sich fast exakt 50-50 teilen. Die einen wollen richtig intensives Trading, die anderen wollen lieber gar keins. Wie bringt man das unter einen Hut? Ihre Lösung ist, sie haben zwei verschiedene Fraktionen, denen ich mich anschließen kann und die ich aufleveln kann. Die eine ist die Händlerfraktion, Kajita's Wares, if you have coin, die ein komplettes In-Game-Marktplatzsystem hat, und die andere ist die Solo-Self-Found-Fraktion, die mir dafür, dass ich nicht handeln kann, Buffs auf die Item-Drop-Rate gibt und gezielte Wege, bessere Items zu erfarmen. Unabhängig davon kann ich aber trotzdem mit Leuten in meiner Party tauschen. Statt wie in Diablo 4, wo ich mit Divi zusammen zwei Totenbeschwörer gespielt habe und wir haben ständig coole Items, coole vor allem Legendaries halt für den Bild des anderen gefunden und konnten die nicht tauschen. Meins? Das kannst du in Last Epoch und mehr noch, du kannst sogar mit Spielern, mit denen du sehr viel spielst, eine Verbindung aufbauen, dass du denen auch ab und an Items geben kannst, die du gefunden hast, wenn sie offline waren. Aber du hast halt den globalen Marktplatz nur, wenn du die Trading-Fraktion benutzt. Wie cool ist das? Also man muss sich noch zeigen, ob das in der Praxis so wirkt, aber da haben sich Leute halt einfach wirklich Gedanken gemacht, was die Schwierigkeiten, die Stolpersteine von Hack'n'Slays sind und haben coole neue Lösungen entwickelt. Nun ist Last Epoch in anderer Hinsicht schon eher noch der Herausforderer. Man sieht ihm an der Technik, am Kampfgefühl und sowas, sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt kein Diablo. Absolut, man sieht, dass das Budget etwas geringer ist. Trotzdem unglaublich interessantes Spiel. Dann natürlich kommt am 7. Juni die Closed Beta von Path of Exile 2 und Path of Exile ist inzwischen nicht mehr der Underdog. Ich war ehrlich gesagt selbst überrascht und beeindruckt, wie hart sie eben auch budgetintensive Dinge wie Grafik, Kampfgefühl, Wuchtgefühl massiv verbessert haben für Teil 2 und wie cool das in den jüngsten Trailern aussah. Dass die Spielmechanik von Path of Exile enorm tief und interessant ist, wussten wir ja schon. Und das bauen sie ebenfalls aus mit coolen Ideen wie, ich wechsle die Waffe und dann wechseln auch ein paar meiner verteilten Skillpunkte, um diese Waffe besser benutzen zu können. Absolut faszinierend. Sie bauen hier ihre Stärken aus. Auch hier haben sie Herausforderungen, denke ich, zu meistern, die schwierig sind, die sich auch teilweise entgegenstehen. Schaffen sie es einerseits, ein bisschen zugänglicher zu werden, um vielleicht noch mehr, ohne es abwertend zu meinen Casual-Diablo-Fans, abzuholen? Weil selbst mir ist Path of Exile manchmal ein bisschen zu heftig. Ich habe schlichtweg nicht immer die Zeit, das Spiel so tief zu spielen, wie es verdient hätte. This, by the way, don't get this confused with this one. You understand? Like this is, so this is one. This is not, these are two different ones, okay, guys? So you have to fucking. Oh, there's another one, by the way. Aber gleichzeitig dürfen sie natürlich das Spiel nicht zu sehr vereinfachen, dass sie ihr Hardcore-Publikum, das sie ja groß gemacht hat, dabei vergraulen. Ein schwieriger Spagat. Sie haben ein paar gute Ideen dafür, ein paar Anpassungen, zum Beispiel was die Edelsteine und in die Waffen und sowas angeht. Ich bin gespannt und bin vor allem gespannt, wie es sich eben im Vergleich mit Diablo 4 schlagen wird.
Dazu kriegt ein weiterer richtig cooler Underdog eine überraschende neue Erweiterung, nämlich Grim Dawn. Inzwischen uralt, immer schon so ein bisschen die Underdog-Alternative zu Diablo 3 oder Path of Exile damals gewesen, jetzt noch zu Diablo 4, weil Grim Dawn ist immer noch toll und kriegt mit Fangs of Astarkhan tatsächlich nochmal neue Inhalte 2024. Ich bereue es so sehr, dass ich dem Spiel anfangs keine Chance gegeben habe, weil es keinen Totenbeschwörer hatte. Leute, man muss Standards haben auf der Welt. Aber das Spiel ist auch so ein cooler Charakterbaukasten, wo du aus verschiedenen Klassen beliebigsten Unsinn wie einen Pistolentotenbeschwörer oder sowas kombinieren kannst und das dann noch mit Sternzeichen, mit Crafting, das dir aktive Fähigkeiten gibt und so verfeinern kannst, wie du willst. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Von allen Kandidaten auf dieser Liste ist es, finde ich, das Schwächste natürlich, was Optik, was Wucht, was einfach die simple Metzelfreude angeht. Aber es ist gut genug, was das angeht und was die tieferen Mechaniken angeht, enorm interessant und was sehr Besonderes. Auch das immer noch spielenswert, immer noch mit neuen Inhalten versorgt. Die Mechaniken glänzen auch deswegen, weil sie aus Titan Quest ursprünglich kommen. Grim Dawn ist ja von den ursprünglichen Machern von Titan Quest. Aber ein Titan Quest 2 steht uns ja auch noch ins Haus. Was ist los im Hack'n'Slay-Markt? Der war doch mal gefühlt komplett tot, bis auf Diablo 3 und Path of Exile. Aber jetzt, Titan Quest 2 soll von den Machern von Spellforce 3 kommen. Also nicht die ursprünglichen Leute, aber doch Leute, die einiges auf dem Kasten haben. Das ist noch nicht bestätigt für 2024. Ich würde aber stark davon ausgehen, dass wir 2024 zumindest mehr davon hören werden. Bislang gab es halt noch nicht viel zu sehen, aber es wäre jetzt mal Zeit, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt darauf und wir haben damit einen weiteren interessanten Herausforderer. Und dann gibt es noch meinen persönlichen Favoriten unter den obskuren Herausforderern, über den wir auch noch nicht sehr viel wissen, aber einen Trailer gesehen haben, der umwerfend aussieht, nämlich No Rest for the Wicked. Ein isometrisches Action-Rollenspiel von den Ori-Machern, das mit genau dem gleichen absurden Style-Bewusstsein auffährt, das auch schon zur enorm großartigen Atmosphäre von Ori beigetragen hat. Diesmal geht's in eine bisschen andere Richtung, aber du erkennst die Handschrift. Laut Steam-Beschreibung wird es wohl ein sehr skill-fokussiertes Kampfsystem haben, mit eigenem Kampfgefühl für die verschiedenen Waffen, was ja jetzt was ist, was man von Diablo-Likes ein bisschen kennt, aber noch nicht wirklich in dem Ausmaß, wie es jetzt zum Beispiel Souls-Spiele oder sowas haben. Also auch das sehr spannend, auch das noch nicht für 2024 bestätigt, aber auch das etwas, wovon wir dieses Jahr mehr hören und sehen werden. Ich bin verdammt neugierig drauf. Und dann, nicht zuletzt, kommt ja auch noch Hades 2 im zweiten Quartal. Das ist jetzt nicht wirklich ein direkter Diablo-Herausforderer, aber irgendwie auch doch ein isometrisches Actionspiel, das eine unglaubliche Suchtspirale durch das Bauen immer neuer Charakterbuilds aufbaut. Also ich finde, es ist semi-vergleichbar. Es spricht vielleicht ähnliche Leute. Also ich glaube, wer Diablo mag, wird Hades auch mögen. Und Hades 1 hat mich auf dem Steam Deck durch Corona gebracht. Also ich kenne kaum ein schlimmeres Suchtspiel. Kaum ein Spiel hat mich so gekriegt wie Hades 1. Und auf Hades 2 freue ich mich aktuell mehr als auf jede Diablo 4 Season, ehrlich gesagt. Also wenn das rauskommt, ich bin extrem gespannt darauf. Aber hey, bei aller Kritik und bei allen Herausforderern will ich hiermit nicht sagen, wenn Diablo 4 dieses Jahr nicht abliefert, ist Diablo tot. Nein, eine Marke wie Diablo stirbt nicht einfach so. Selbst wenn Vessel of Hatred eine komplette Katastrophe werden sollte, werden wir höchstwahrscheinlich zum nächsten Add-on trotzdem nochmal reinschauen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt vorbestellen oder sowas, das sollte man eh nicht groß machen, aber neugierig wären wir ja trotzdem, weil es ist halt immer noch Diablo. Es ist eine Marke, mit der so viele von uns aufgewachsen ist, die so vielen von uns so viel bedeutet. Auch ich, selbst wenn ich es hier kritisiere, das will ich nochmal betonen, ne? Also mir geht es hier nicht darum, einen Hate-Train zu fahren. Ich will ja, dass Diablo toll ist. Ich will Diablo lieben. Und ich mag es, glaube ich, immer noch mehr als ein großer Teil des vokalen Reddit-Internets, behaupte ich jetzt zumindest mal. Aber selbst wenn es mal eine Dürrephase hat, ist es halt immer noch Diablo. Und was man auch dazu sagen muss, Diablo ist Mainstream und hier nicht im abwertenden Sinn gemeint, wie das ja gerne mal gemacht wird, auch oder casual, ne? Diablo 4 ist Mainstream, Diablo ist Mainstream auf eine Weise, wie es Path of Exile nicht ist und ich glaube auch nie wirklich sein kann. Denn man überschätzt, glaube ich, gerne mal,
wie sehr Leute, die sich laut im Internet äußern, die Gesamtheit der Spieler repräsentieren. Wenn ihr dieses Video anschaut, gehört ihr wahrscheinlich schon zu den eingefleischtesten Gamern. Nicht, weil ihr konkret mich schaut, sondern weil ihr überhaupt Leute im Internet anschaut, die Games tiefer analysieren. Willkommen im Elfenbeinturm. Willkommen bei den 1%, liebe Leute. Wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viele Leute einfach gar nie so tief in diesem Hobby drinstecken. Die Mehrheit der Diablo-Spieler hatte ja Diablo 4-Spieler hatte nach einem Monat noch nicht mal die Kampagne durch. Während wir online natürlich vor allem von den Leuten gehört haben, die in der Zeit schon mehrere Level 100 Charaktere hatten. Aber es täuscht, was für ein Anteil der Gesamtspielerschaft das ist. Und das ist auch voll okay. Diese Spieler sind wichtig, die haben Spaß an Diablo. Also beide Seiten, das sind noch keine Seiten, alle wollen ein gutes Spiel. Aber es ist auch voll okay, nicht so tief im Gaming drin zu stecken. Für viele Leute ist Gaming halt eher ein lockeres Hobby, so wie es für mich zum Beispiel Filme und Serien sind, die ich nie so tief analysieren kann oder würde, wie mein Kollege Marco von Nerdkultur zum Beispiel, für den halt Filme so richtig und Serien sein Ding sind. Während ich halt so ab und an mal, ach, das sieht ja nett aus, das gucke ich mal, okay. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ein Diablo jemals komplett von einem Path of Exile oder was abgelöst werden kann, wenn jetzt mal ein Add-on nicht gut wird oder ein paar Seasons nicht gut. Sonst wäre das ja schon passiert. Ne? Also das wäre es ja zwischen Diablo 3 und 4, aber Diablo 4 ist auch wieder komplett unglaublich stark gestartet. Blizzards bester Launch ever. Das wäre ja schon passiert. Aber dennoch kann man nicht verneinen, dass Diablo aktuell nicht gerade massiv auftrumpft. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es das 2024 wieder tut. Aber wenn nicht, haben wir auch genügend richtig coole Alternativen.